Ich bin praktisch von der IGS eingeladen worden, mit Frau Lorenz zusammenzuarbeiten und zum Thema Wasserwelten mir mit ihr zusammen einen Garten auszudenken. An einem schönen heißen Tag im Juli wird man hoffentlich sich freuen, dass dieser Garten umwachsen ist, das Schilf drumherum hoch ist, dass ich in einem Art Raum sitze, in einem Kinosaal, mich auf die alten hölzernen Kinositze niederlasse und diese mannigfaltige Wasserfilmwand betrachte. Das glitzert, der Wind spielt mit dem Wasser, Kinder können auch vorne rantreten, das anfassen und wir hoffen, dass es auch so eine kleine Oase in dem ganzen wilden Trubel sein wird. Wir kannten uns vorher nicht und haben aber sofort einen Draht zueinander gehabt. Also mir haben ihre Arbeiten gefallen und das Klima im Büro. Und das war eine ganz kreative Stimmung und wir haben uns dann heiß geredet und das Ganze eben intensiv geplant. Bei jedem Bauvorhaben freue ich mich immer unbändig, wenn ich anfangs eine Idee im Kopf habe, die irgendwann immer noch mit einem Stift auf dem Papier zeichne, dann den Computer und dann gibt es einen Plan, den dann vielleicht der Bauherr auch gut findet und das aber dann umgesetzt zu sehen, dass die dann wirklich das bauen, was ich mir ausgedacht habe, das ist jedes Mal eine große Freude.